Ja, hallo und herzlich willkommen zu Nerdrock TV. Ich bin der Andi und ich bin der Sänger von Hörst, der ersten realen Nerdrock-Band. Wer sich nun die Frage stellt, was realer Nerdrock eigentlich sein soll, den darf ich dazu einladen, sich die erste Folge anzusehen, verlinkt unten in den Kommentaren. Ich nehme euch heute wieder mit in die unendlichen Weiten des Nerdrock und wünsche euch viel Spaß. Was ist ein Nerd? Wie wird Nerd definiert? Und was sehen eigentlich wir als Nerd an? Weitere Themen: C-Virus, eine Bedrohung für die Nerdkultur. Cyberpunk 2077, ist der Hype gerecht? Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr heute nur hier im Nerdrock TV. So, was ist nun ein Nerd? Ich habe mir mal die Mühe gemacht und das Internet durchforstet, was ein Nerd eigentlich sein soll. Randy, raus aus dem Internet! Nein, jetzt noch nicht, lass mich in Ruhe! Dabei stoßt man auf verschiedenste Definitionen und Sichtweisen zu diesem Thema. Mein Resümee aus dieser Recherche werde ich euch jetzt präsentieren. Schon mal ganz witzig fand ich, laut Wikipedia weist das Wort vom Kontext her abwertende oder anerkennende Anklänge auf. Positiv betrachtet ist ein Nerd ein Individualist, der durch Besitz hinreichender Fachkenntnisse einen entsprechenden Grad an gesellschaftlicher Anerkennung innerhalb der jeweiligen Szene aufweist. Negativ gesehen ist Nerd eine stereotype Bezeichnung eines in sozialen Belangen unbeholfenen, verschrobenen Einzelgängers, der ständig vor dem Computer sitzt und dadurch abseits des Computers in soziale Isolation gerät. Was? Nerd ist für Wikipedia auch ein Synonym für Sonderling. Make me happy. Mehr noch als Sonderling, ein Eigenbrötler, der das Haus nur mit Bekenner-T-Shirts verlässt. Nerds verbinden vor allem drei Dinge mit anderen Nerds, laut Wikipedia. Soziale Vernetzung per Mausklick, Ironie und Intelligenz. Dein Theo kannst du aussprechen. Als besonders ausgeprägte Form gilt, dass ein Nerd nur in einer bestimmten Gruppe agiert und keine Meinung von anderen zulässt. Das Wort findet über das Computerumfeld hinaus Anwendung als Bezeichnung für meist männliche Technikenthusiasten, die sich besonders für Science-Fiction oder andere Bereiche aus Wissenschaft und Technik interessieren, hin zu einem Menschen, der die Gesellschaft voranbringt. Vergleiche Archimedes und Bill Gates. Laut Wikipedia, bitte, meine Freunde, laut Wikipedia. Archimedes wird als Begründer der Nerds gehandelt. Er stürzte sich so tief in seine Materie, Berechnungen, Mathematik, dass er völlig auf die Körperpflege und Nahrungszufuhr vergaß. You can't always get what you want. Da er dann zu einem Wachmann unfreundlich wurde, während er seine Berechnungen durchführte und angesprochen wurde, kostete ihm sein Nerd-Dasein das Leben. Naja, man kann jetzt von all diesen Beschreibungen und Definitionen halten, was man will. Meiner Meinung nach definiert sich den Nerd sowieso jeder ein bisschen anders. So, was betrachten wir von Hörst nun als Nerd? Der schaut sich am besten die erste Episode von Nerdrock TV an. Nein, Scherz. Ich wurde in meiner Jugend auch häufig als Nerd und Freak und Geek und so weiter beschimpft. Damals meinte man es sicher nicht positiv. Ich wurde auch viel getreten, geschlagen, gemobbt. Ja, alles, was ihm dazugehört. Zu einer schwierigen Schulzeit. Ich liebe seit meiner Kindheit alles, was mit Gaming, Kino, Fernsehen, Comics, Spielzeug und so weiter zu tun hat. Und auch mein ganzes Geld ging lange nur für dieses Hobby drauf. Seit ich die Real Ghostbusters im Alter von 4 Jahren zum ersten Mal, damals noch auf Sat.1 einmal wöchentlich freitags um 14 Uhr sah, war ich verliebt und verloren in einer Welt, die mich bis heute nicht mehr loslassen sollte. Seit ich zum ersten Mal mit Super Mario am NES in die Welt der Games eintauchte, war ich süchtig nach mehr von diesen Abenteuern in fremden Universen. Meine Liebe zur Rockmusik kam auch nicht wirklich später, jedoch bis zum Alter von 16 Jahren etwas weniger ausgeprägt als die Liebe zur Gaming-Szene. Aber ja, wer jetzt kombinieren kann, weiß auch schon, worauf das hier hinausläuft. Aufgrund dieser beiden Leidenschaften meinerseits gab es natürlich nur einen logischen Schritt. Ich gründe eine Nerdrock-Band, wo ich mich genau mit diesen Themen befassen kann. Booyah! Wir wurden quasi vom Nerdrock erleuchtet.
Kommen wir zu den Nerdrock TV News. Cyberpunk ist da. Es ist unglaublich, aber nach 8 langen Jahren haben sie es endlich geschafft, am 10.12.2020 uns das fertige Spiel in die Regale zu stellen. Ich hatte vor der Episode nur kurz die Möglichkeit, es zu sehen und anzutesten, und man kann sagen, wenn man einen sehr guten PC sein eigen nennt und im besten Fall eine GeForce RTX 3080 verbaut hat, ist alles gut. Das Spiel läuft so, wie es soll, die Grafik ist eine Wucht und man versinkt voll und ganz in der Spielwelt. Auf den Konsolen sieht es da schon ein bisschen anders aus. Das Spiel läuft auf einer Xbox One S und der normalen PlayStation 4 so schlecht, dass es teilweise an ein Spiel aus der PlayStation 2-Ära erinnert. Wenn Sie heute Sequenzen sehen aus PlayStation 2, dann können Sie fast schon nicht mehr erkennen, ob es ein Film ist, ob es Reality ist oder ob es tatsächlich noch ein Spiel ist. Texturen ploppen viel zu spät auf, von High Definition kann keine Rede sein, die Straßen sind leer und falls man jemand vorbeikommt, hat man das Gefühl, man ist in einem Horrorfilm, da die Passanten oftmals keine Gesichter haben. Naja, einen Vorteil hat das Ganze. Zumindest, wenn man auf Nostalgie und Retro-Games steht. Man hat teilweise das Gefühl, man wäre im Jahr 2002 und läuft mit Tommy Vercetti durch die Straßen von Vice City und lauscht den Soundtrack von Iron Maiden. Was für eine geile Zeit das doch war! Auf meiner Xbox Series X läuft es da schon etwas besser, wobei schon noch viel Luft nach oben ist. Aber ich habe noch Hoffnung, dass sich ja noch einiges tut, zumal das richtige Next-Gen-Upgrade sowieso erst 2021 erscheint. Bis dahin heißt es noch warten. Nächstes Thema, C-Virus, Coronavirus. Der Coronavirus ist allgegenwärtig und die Umbrella Corporation tut alles daran, um zu verhindern, dass wir ein schönes Weihnachtsfest erleben konnten. Wer hätte gedacht, dass Resident Evil 6 von 2010 als Prophezeiung zu sehen war? Was bedeutet dieser C-Virus und wie beeinflusst er der neuerliche Lockdown uns Gamern, Nerds, Cineasten, Comic-Liebhaber und so weiter? Beim ersten Mal dachte man eventuell, ja, kein Problem, zocke ich halt meine Games, so viel ändert sich für mich nicht. Oh, that's a big boy, isn't he? Aber, was wenn die Arbeit an unseren Lieblingsfilmen nicht fortgeführt werden kann? Wenn Games schon wieder verschoben werden müssen, wie sieht es dann aus? Und nein, ich meine nicht Cyberpunk 2077, das wurde auch so verschoben. Aber denken wir da an den neuen James Bond, keine Zeit zu sterben. Er sollte bereits im April 2020 erscheinen und uns erfreuen. Dann wurde es November, die Hoffnung steigt, bam, wieder April 2021. Nein! Das ging sogar so weit, dass es zu Petitionen von Fans kam, um den Film vorzeitig auf Netflix oder andere Streamingdienste zu bringen. Auch der Konsolenrelease verlief heuer zu großen Teilen anders, als wir das bis dato kannten. Es sammelten sich keine Schlangen vor den Geschäften, Camper findet man aktuell nur in Call of Duty. Und auch so war es heuer vom Gefühl her irgendwie anders. Alleine der Fakt, dass kaum Spiele erscheinen, welche exklusiv für die Next Gen sind, ist meiner Meinung nach etwas befremdlich, hat aber vermutlich nicht direkt mit dem C-Virus zu tun. Verrückte Zeiten, in denen wir leben. Verrückt! Wie ist eure Meinung zu dem Thema? Was meint ihr, sind aktuell die größten Problemfelder für uns Gamer, Cineasten, Cosplayer und so weiter? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Der Nerdrock ist natürlich unmittelbar betroffen und braucht dringender denn je eure Unterstützung. Folgt unseren Social Media Kanälen, verlinkt unten in den Kommentaren und folgt uns auf Spotify, liked den Song Server und packt ihn auf eure Playlisten, um den Nerdrock zu unterstützen. Der Nerdrock wird es euch danken. Ein kleiner Schritt für den Nerdrock, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Oder so ähnlich. Lasst uns ein Abo da und schaltet das nächste Mal wieder ein zu Nerdrock TV. Tschüss, Servus und Baba.